Hallo Freunde des gepflegten Basenbaus und willkommen zurück zu Satisfactory im Early Access Update 5. Und willkommen zurück in der Wüste in meiner Fabrik. Und wie in der letzten Folge angekündigt, habe ich hier meine Teilchenbeschleuniger tatsächlich angeschlossen. Die Ausgangsressourcen liegen an. Einmal das Kupferpulver und einmal die Druckumwandlungsblöcke. Jawohl! Hier sind meine beiden Teilchenbeschleuniger und die werden wir jetzt in Betrieb setzen. Und los geht's! Und los geht's. Und ich sehe gerade, ich habe hier natürlich das Kupferpulver falsch angebunden. Moment. Na, irgendwie will das jetzt gerade nicht. So, nein. So. Und so. Jetzt geht das ein bisschen schneller. Hui. Gleich geht's los. Mal schauen, wie das ausschaut. Da seht ihr es, der kleine Ring. Also ich möchte sagen, die Teilchenbeschleuniger arbeiten. Pro Beschleuniger und Minute werden 0,5 Einheiten nukleare Pasta fertiggestellt. Das heißt pro Minute insgesamt 1. Nicht viel, aber besser als gar nichts. Und die Animationen sind schon geil. Yay! Cool. Eine sehr gute Sache, wie ich finde. Jetzt schaue ich mir noch mal schnell den Energieverbrauch an. Ja, und ihr seht, der geht schon teilweise über das, was ich tatsächlich produziere. Die Teilchenbeschleuniger haben keine kontinuierliche Energieaufnahme, sondern dazu eine zyklische.
Ihr seht, ab und zu greife ich mittlerweile auf die Energiespeicher zu, aber nicht wirklich viel. Und ich habe tatsächlich. Moment, jetzt muss ich selber gucken. Sekunden, Minuten, viele Stunden Zeit, um das Energieniveau zu verbessern. Momentan 250, 263, 114, 83, 140. Also ich würde sagen mal Minimum anderthalb Tage. 40 Stunden etwa. Und das bringt uns jetzt zum nächsten. Denn ich möchte gerne dieses Strom, dieses Energiedefizit bekämpfen bzw. aufheben. Das heißt, ich benötige weitere Treibstoffgeneratoren in meinem Kraftwerk C. Ihr wisst, das ist das aktuelle Kraftwerk, an dem noch gearbeitet wird. Zwei Generatortürme sind bereits fertiggestellt, die jeweils 3 Gigawatt an Strom herstellen. Und es mangelt momentan an an dem Schwerölrückstand. So. Deswegen nehmen wir jetzt mal ganz schnell den Teleporter. Und wir schauen uns mal an. Hier habe ich tatsächlich auch im Off schon etwas vorbereitet. Und zwar habe ich die 3. Produktionslinie an Kunststoff bereits in Betrieb genommen. Das heißt, diese 10 Raffinerien habe ich bereits hinzugefügt. Ihr seht, hier liegen 300 Kubikmeter Rohöl an. Und ich, jetzt muss ich gucken, produziere letztendlich 100 Kubikmeter Schwerölrückstand pro Minute in dieser Linie. Und dieser Schwerölrückstand wird natürlich in Turbotreibstoff umgewandelt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Das ist nämlich im Erdgeschoss. Hui. Hoppala, Moment. Hier seht ihr die Ölzuführungen. Die untere und die obere Zuführung wird bereits bedient. Ne? Hier wird künftig verdichtete Kohle oder zusätzliche verdichtete Kohle hergestellt. Ist natürlich alles noch nicht fertig, sondern das sind quasi nur Platzhalter. Und hier hinten, da wo es so schön leuchtet, hier in diesen beiden Linien wird Turbotreibstoff hergestellt. Und zwar aus verdichteter Kohle und den Schwerölrückständen. Ihr seht hier, diese beiden Raffinerien sind noch nicht ganz ausgelastet. Es ist also noch Bedarf an Schwerölrückstand da. Und darum werden wir uns jetzt kümmern. So, wir schauen mal. Hier unten liegen, glaube ich, lasst mich mal kurz nachdenken, 300 Kubikmeter Rohöl in der Minute an. Und in dem oberen, in dieser Leitung, ebenfalls, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen mehr war. Und den folgen wir mal. Hui. Das ist hier das nördliche Ölfeld. Das solltet ihr kennen. Ich gehe mal auf die Map. Hier ist meine Basis, mitten in der Wüste. Hier ist mein Kraftwerk B mit dem Drohnenpod, der Beton zu meiner Basis bringt. Und hier ist mein Kraftwerk C und hier, das ist das große bzw. das größte Ölfeld, was ich in Satisfactory kenne. Und das beute ich aus. Ne? Hier seht ihr quasi die erste Pumpe mit 300. Die Leitung, auf der ich gerade herumspaziere, kommt von der Pumpe hier hinten. Und ich möchte jetzt an diese Rohrleitung, an diese obere Rohrleitung,
noch weitere 300 Kubikmeter Rohöl dranhängen. So, und jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, wo habe ich das? Da hinten seht ihr zum Beispiel schon eine Pumpe und da hinten ist noch eine Pumpe. Also Pumpen habe ich genug. So, da würde ich mal sackeln. Moment, ich muss mal ganz kurz überlegen. Na, warum kann ich das jetzt nicht mehr machen? Ist irgendwas kaputt hier oder was? So, ich muss mal das kurz wegnehmen. Das nehme ich mal weg. Das kann jetzt weg. Das kann wieder weg. Und hier. Dieses Rohr muss ich jetzt neu anbinden. Na komm. Schauen wir mal. Jawohl, es läuft. Wunderbar. Ah, hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich wieder mit. So, das kann weg. Die mittlere Leitung tatsächlich benutze ich noch nicht. Das ist momentan fake. Ich bleibe jetzt hier bei dieser. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde mal sagen, bis hierhin. Schauen wir mal. Jawohl. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foundation ist immer dazwischen. Auf die siebte kommt wieder die Stützen. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stützen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ihr seht schon auf der linken Seite zwei Pumpen. Ich habe es weit geschafft. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt muss ich mal schauen, wie viel die fördern können. 240 Rohöl in der Minute. Oh, das ist richtig viel. Wenn ich die jetzt übertakte, bekomme ich hier schon 600 raus. Das ist mehr, als ich brauche, denn ich brauche momentan tatsächlich nur eine Pumpe mit 300. Das heißt, nach dem Autosave gucke ich mir die andere Pumpe an, in der Hoffnung, dass die nur maximal 300 Kubikmeter Rohöl in der Minute fördert. Dim, 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 dim. Macht sie aber nicht. Schaut, auch 600. Das heißt, die kann ich jetzt tatsächlich, oder beziehungsweise anders gesagt, die möchte ich jetzt tatsächlich nicht benutzen. Ich hätte gerne eine 300er. Aus welchem Grunde? Aus dem Grunde, weil ich bereits diese 300er Pumpe bereits in Betrieb habe. 1, 2,
3, 4, 5, 6, zack. Drei, vier, fünf, sechs und zack. Das heißt, die 600er Pumpen werde ich später in Ruhe mal anbinden. Und die bekommen jeweils ihre eigene Leitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drei, vier, fünf, sechs. Oh, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ah, halt, Moment. So, jetzt kommt die Verbindung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich halte immer sechs Foundations Abstand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, jetzt schauen wir mal, was das kann. 120, das schaut doch gut aus. Die letzten drei. Autsch! Da war ja einer mal ganz böse zu mir. Ja. Ah, ich sehe ihn. Warum der jetzt so frech und böse auf mich war, weiß ich auch nicht. Ich dachte, hier gibt es keinen Respawn. Deswegen habe ich ja schon die Pumpen hingestellt, damit die Viecher nicht wieder auftauchen. Aber so richtig scheint das hier nicht zu funktionieren. Tja, mein Freund, so ist das. Hat eine ungünstige Form. Oh, das reicht nicht. Schaut mal, das reicht nicht. Ah. Dann machen wir es anders. Versetzen wir mal das bisschen. Und so schaut das doch sehr gut aus. Jetzt benötigen wir hier natürlich noch ein kleines Kleinod. Ja. Eine Pumpe. Eine Pumpe MK2. Und das Ganze benötigt jetzt natürlich auch noch Energie. Das mache ich wie folgt. Einmal so. Einmal so. Sieht jetzt nicht gerade schön aus, aber ist erstmal funktionabel. So, und ziehe jetzt den Strom, soweit ich jetzt muss.
Und somit kann ich jetzt weitere 300 Kubikmeter an Rohöl in meinem Kraftwerk C verarbeiten. Das reicht wieder für 10 weitere Raffinerien. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich in den Raffinerien herstelle. Ich habe zwei Möglichkeiten, einmal Gummi und einmal Kunststoff. Bei Kunststoff bekomme ich innerhalb, also in den 10 Raffinerien insgesamt 200 Kunststoff raus und 100 Kubikmeter an Schwerrückstand. Und bei Gummi, das schaue ich gerade mal nach. Ich glaube, das waren 200 Gummi oder nur 100 Gummi und 200. Ich muss gucken, ich weiß es nicht. Ehe ich jetzt hier Mist erzähle, gucke ich da lieber nochmal nach. So, aber erstmal wird die Pumpe angeschlossen an mein Stromnetz. So. Eventuell, was meinten ihr? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich hier noch ein Ventil hinbaue. Und hier ein Ventil hinbaue. Damit ist klar, dass das Zeug, was von hier kommt und von hier kommt, nach da fließen muss. Ich denke mal, es fließt auf alle Fälle was. Auf alle Fälle pumpt es hier. Der Verbrauch ist halt noch nicht da, ne? Der Verbrauch ist momentan bei 300, obwohl jetzt hier in diesem Rohr 600 anliegen. Also auf in meine Fabrik und zwar in den dritten Stock. Oder ist das gerade der vierte Stock? Ich weiß es gar nicht. Ich muss ganz nach oben, sagen wir es mal so. Im Erdgeschoss habe ich die verdichtete Kohleherstellung bzw. die Turbotreibstoffherstellung. Hier im ersten Stock sind die Energiespeicher. Uppala. Im zweiten Stock sind die Energiespeicher. Und im dritten Stock, da möchte ich hin. So, und in diesem Rohr liegen jetzt die 600 Kubikmeter an und die werde ich jetzt auch nutzen. Das heißt, hoppala, kommt. Oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Da hört nämlich meine Fabrik auf. Hier vor. Ich würde sagen, eine Reihe machen wir noch. Wunderbar. So, zack, zack. Ich stehe genau. Ah, warte mal, ich stelle mich mal auf das Rohr hier. Da ist es ein bisschen besser. Würde mal sagen, genau so. So, und jetzt schauen wir mal. Gummi. 20 Gummi, 20 Schwerrückstand pro
pro Minute und Raffinerie. Das heißt, hier bekomme ich mehr Schwerölrückstand. Die Frage ist, brauche ich jetzt gerade Gummi? Brauche ich nicht. Ich mache es trotzdem mal so. Also, das heißt, hier kommen jetzt 10 Raffinerien her. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, die werden schön angeschlossen. Fertig ist das gute Stück. Ne? Jetzt brauche ich natürlich noch die Ableitung. Und das mache ich jetzt mal ganz verrückt, liebe Leute. Ganz verrückt mache ich das. Ich muss mal kurz gucken. Jetzt gehen wir und holen uns jetzt erstmal die Fusionatoren, denn ich möchte zunächst, ob das hier reicht. Das Gummi abtransportieren. Und jetzt muss ich mal schauen, ob dieser Abstand reicht. So. So. Klack. Klack. Ajo, funktioniert. Okay, alles klar. So, dann machen wir jetzt doch erst einmal die Fusionatoren fertig. Die werden hier nach rechts abgeleitet. Und das Gummi wird erst einmal im Schredder versenkt. Ich brauche das jetzt noch nicht aktuell zwingend in meiner Fabrik. Also schließe ich jetzt hier erstmal den Schredder an und in Off werde ich dann bei Gelegenheit das Gummi, was hier produziert wird, zu meiner Fabrik weitergeleitet, um dort in den Verarbeitungsprozess überführt zu werden. Soweit der Plan. So. Autosave. Juhu. Und ihr merkt auch, das Autosave dauert immer länger. Was bedeutet, ich habe schon ganz viel hier gebaut. Also ich kenne tatsächlich Spieler, die natürlich weitaus mehr hier gebaut haben und wirklich den ganzen Planeten zugepflastert haben. Da bin ich noch weit davon entfernt. Möchte aber meinen, dass das Speichern dann doch schon länger als gewöhnlich dauert. Aber so muss das sein. Und uns hetzt ja keiner. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Sehr schön. So, das binden wir doch jetzt gleich mal an, damit wir das hinter uns haben. Wir machen das mal genauso. So. So, wir machen es gleich richtig. Das heißt, hier kommt jetzt ein intelligenter Splitter ran. So. Und links ist der Überschuss. Schon läuft's.
Da wird noch dran gesetzt. So, ich hoffe, das war jetzt nicht lang genug. Ah doch, funktionierte hervorragend. Sehr schön. Das führen wir jetzt hier gleich mal rum. Wie gesagt, hier ist jetzt der Schwerölrückstand drin. Und den muss ich natürlich dahin führen, wo er gebraucht wird. Das heißt, das war jetzt natürlich. Das war zu nahe. So, schon haben wir das doch hervorragend gelöst. Zack, zack. Ich würde mal sagen, hier machen wir noch ein Ventil dran. Hier machen wir noch ein Ventil dran. Damit auch die Flüssigkeit weiß, es muss erstmal in diesen Tank fließen. So, alles wunderschön. Jetzt brauche ich hier natürlich noch Strom. Strömlinge nehmen wir von hier und zack. Und zack. Und voilà, es läuft. Hui. So, Gummi. 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 Nochmal Gummi. Gummi. Vielleicht Gummi. Und ich würde mal sagen, Gummi. Und Gummi. Da kommt Gummi. Seht ihr es? Und wohin geht das Gummi? Direkt in den Schredder. Und in dem Schredder haben wir schon 87 Coupons. Hervorragend. So, schauen wir uns doch mal an. Ja, natürlich, was haben wir vergessen? Komplett vergessen. Ich muss natürlich hier noch den Schwerölrückstand anschließen. Na, selbstverständlich, sonst wird das ja nichts.
So, und schon läuft's. Seht ihr, Schwerölrückstand. Und damit, liebe Freunde, habe ich jetzt insgesamt eine Produktion von 500 Kubikmeter Schwerölrückstand in der Minute. Gummi 200 und je 100 mal Kunststoff in diesen drei Linien macht jetzt zusammen 500. Das heißt, hier kommt jetzt Schwerölrückstand an und zwar mehr als ich momentan verbrauche. Und das ist hervorragend. Aktuell verbrauchen tue ich 375, nein, nicht ganz, 337,5 Kubikmeter Schwerölrückstand pro Minute. Und zwar, hui, hier unten. Das ist genauso viel Verbrauch, wie ich momentan verdichtete Kohle hier am Start habe. Irgendwie dauert es ein bisschen, bis der Schwerölrückstand hier reinkommt. Aber wir sehen es dann spätestens dann, wenn genau diese beiden Raffinerien jetzt in Betrieb gehen. Und ihr seht, die sind schon grün. Da kommt das Zeug rein. Das ist gut so. Ja, ihr seht, es gibt noch leichte Stockungen hier in der verdichteten Kohle, aber sobald hier alles produziert, also diese neuen Raffinerien, die jetzt in Betrieb sind, sollte eigentlich keine Stockungen oder zumindest keine große Stockung mehr in diesem Band stattfinden. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und jetzt heißt es natürlich, ich habe jetzt 500 Schwerölrückstand in der Minute. Schauen wir mal. 37,5. Das heißt, ich kann hier drüben quasi jetzt nochmal drei Raffinerien Minimum in Betrieb nehmen, aber das mache ich dann anders. Und da muss ich tatsächlich überlegen. Ich werde hier den Rest Schwerölrückstand hier wieder ausleiten und in einer zweiten Leitung hier einfüllen. Ist das jetzt Ausgang oder Eingang? Das sind Ausgänge hier, ne? Ja. Und eine weitere Leitung nach unten führen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Sei es drum. Ihr seht auch, in der letzten Folge habe ich so ungefähr 20.000 bzw. 20 Gigawatt an Produktion gehabt. Jetzt habe ich ungefähr 22 Gigawatt an Produktion. Reicht natürlich immer noch nicht, aber jetzt sind alle Treibstoffgeneratoren in Betrieb, die ich jetzt hier in diesem Kraftwerk habe. Alles, was jetzt hinzukommt, benötigt zusätzliche verdichtete Kohle, die hier produziert wird, zusätzliche Produktionslinien von Kunststoff und Gummi, die in der vierten Etage sind, als auch die Turbotreibstoffproduktion, die hier erweitert wird. Es steht schon alles, es ist alles bereit, es steht alles bereit. Ich muss es nur anbinden und ganz einfach fleißig sein. Der Turbotreibstoff wird dann hier lang geleitet. Hui, zu meinen Generatortürmen. Zwei seht ihr hier schon. Der dritte ist bereits in Bau. Und ich werde hier minimum drei weitere Generatortürme bauen. Und zwar, lasst mich mal überlegen, ich würde sagen, hier auf dieser Seite
Platz sollte eigentlich sein. Nummer 1. Hier kommt Nummer 2 hin. Da vorne Nummer 3. Und eventuell weitere Türmen nach hier hinten raus. Platz ist hier noch genug. Ich kann hier Generatortürme hinstellen, bis ich schwarz werde. Ihr seht, hier ist jetzt genügend Turbotreibstoff in der Leitung. Wunderbar. Das gefällt mir. Das wird alles abgerissen hier. Das sollte ursprünglich mal mein Kraftwerksblock werden. Dann habe ich mich aber dazu entschieden, diese Türme zu bauen. Das heißt also hier, das ganze Zeug hier. Kommt weg. Yay, da hinten ist noch ein Loch und er fällt doch. Noch eine Kiste, die hole ich jetzt noch. Ups. Yay! Wir bauen auf und reißen nieder, so haben wir Arbeit immer wieder. Ne? Und so weiter und so weiter. Das möchte ich jetzt nicht hier weiter ausdehnen. Ich mache hier den Generatorturm 3 weiter, um hier insgesamt weitere 3 Gigawatt an Strom zu erzeugen. Und ich werde die nächsten Generatortürme in Angriff nehmen, als auch die Produktion von weiterem Kunststoff und Gummi hier oben, sowie die Erzeugung von Turbotreibstoff im Erdgeschoss. Das alles höchstwahrscheinlich im Off, vielleicht ein paar Restarbeiten in der kommenden Folge. Und bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Spaß am Zocken. Schaut auf alle Fälle euch Satisfactory an. Es ist tatsächlich ein suchterregendes Spiel. Ich kann davon ein Liedchen singen und ich kann es nur empfehlen. Also, bis zur nächsten Folge auf diesem Kanal. Gehabt euch wohl. Und ciao. Yay.